Die Bayern-Rundfahrt in Berching, wie fällt denn Ihr Fazit aus? Ich bin begeistert von dieser Veranstaltung. Ich meine, ich bin ja sowieso schon immer wieder mal auf die Bayern-Rundfahrt gestoßen als ambitionierter Radrennfahrer. Ich war früher selber kleine Radrennen gefahren und war Triathlet. Und so sind wir auch zur Bayern-Rundfahrt gekommen. Und ich bin wirklich begeistert. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Ich habe mir gedacht, ja, probierst es halt einmal. Durch einen Verkehrspolizisten, der Berchinger ist, der hat mir mal angesprochen und hat gesagt, Mensch, wir können noch die Bayern rumfahren. Er hat gesagt, das kriegen wir doch nie. Probieren wir mal. Und so ist der Kontakt zustande gekommen und bin wirklich begeistert. Auch die Leute sind begeistert draußen. Ich bin ja selber mitgefahren beim Jedermannrennen. Habe dann so die Stimmungsnester so gesehen. Haben natürlich auch, wie ich gesagt habe, ein paar Sekunden gekostet, weil ich meine Bürger ja begrüßen habe müssen. In den Ortsteilen war aber wirklich eine ganz tolle Geschichte und ich bin auch froh, dass wir die Bayern-Rundfahrt hierher gebracht haben, dass wir Etappenstart waren und vielleicht das eine oder andere Mal könnten wir es noch einmal wiederholen. Was sagen Sie zum Sieger, Maxima Vor aus Belgien? Er ist natürlich eine Bank, das ist ja klar, wenn man sich ein bisschen in der Szene auskennt. Ich hätte es natürlich ein bisschen als Patriot schon ein bisschen lieber gesehen, wenn Ciolek das gewonnen hätte, aber es war eigentlich klar von vornherein, dass ein Einzelzeitfahrer heute gewinnt und dass er auch wirklich das gelbe Trikot übernimmt.